Das wollte ich provozieren. Erstmal mit einer kleinen Wartezeit, dass ein Lachen rauskommt. Ich glaube, das habt ihr euch sehr verdient. Hallo Laura Neboli, hallo Hanna Lange. Ja, was soll man sagen? Ein ganz, ganz starkes Spiel in Blau-Weiß vom ersten FFC, dem Tabellenführer, bis in die allerletzte Sekunde Paroli geboten. Dann tiefer Niederschlag, schönes Tor noch kurz vor Schluss für den FC, muss man so sagen. Mannschaft stark verbessert, ganz anderes Auftreten als zuletzt gegen die Top-Teams vom VfL Bochum oder aber auch VfL Borussia Mönchengladbach. Hanna, heute einer der Antreiberinnen, hoch 10 gewesen, ich glaube letzte Viertelstunde Sauerstoffzelt. Laura Neboli auch, wie ein Dildo am Rand rum, hin und her. Fällt schwer, den anderen Team-Member jetzt ins Gesicht zu gucken, und wenn du dieses Ding so kassierst, weil tief im Innern wart ihr doch alles schon auf einen Punkt eingestellt, oder? Auf jeden Fall. Ich finde, die Leistung war richtig, richtig stark von der ganzen Mannschaft, von der ersten Sekunde. Wir haben richtig gekämpft, ne, und wirklich mit Herz und Leidenschaft. Wir wollten das unbedingt haben und wir wollten zeigen, dass wir gut sind und wie viel Potenzial in unserer Mannschaft drinsteckt. Und ich glaube, wir haben das heute gezeigt. Ja. Wenn letzte Minute nicht da gewesen wäre, wäre besser gewesen. Weil ich glaube auch, ja, wir hätten das verdient. Ne? Wir haben wirklich gut dagegen gehalten. Wir hatten auch ein paar Kontersituationen, die wir nicht gut herausgespielt haben, aber sie waren da. Und wir hatten das Glauben an uns. Wir haben an uns geglaubt. Und das hat mir vielleicht in den letzten Wochen gefehlt gegen Gladbach oder gegen Bochum, wo sie sind zu stark für uns. Nein, sind sie nicht zu stark für uns. Wenn wir richtig zusammen spielen und an uns glauben, ist alles möglich. Und deswegen heute war das super gut. Ja, schade, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben, aber das gibt uns viel Stärke für die nächsten Spiele. Hanna Lange, sehr auffällig gewesen, auch schon im Spiel gegen VfL Borussia Mönchengladbach. In Bochum auch, immer wieder ganz kleine Spitze der Leistungsträger auf dem Feld. Was geschehen? Was geht in dir vor? Du wirkst positiv, du gehst als Leader voran. Das gefällt uns sehr gut, also das sieht man, das kann man registrieren als Außenstehender. Wie gesagt, heute klar, die Körner am Ende noch ein bisschen knapp dann, aber das ging der einen oder anderen etwas eher auch schon so. Trotzdem hat man gesehen, es scheint sich etwas zu bilden. Ist bei der Mannschaft angekommen, dass man ja auch ein Stück weit mit Realismus umgehen muss, sprich, wir sind im Abstiegskampf als letztjähriger Aufstiegsfighter noch. Wie denkst du, wie denkt die Mannschaft? Also das auf jeden Fall. Ich denke, wir haben die Situation gut angenommen und sind als Team auch zusammengerückt. Ja, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich heute, weil wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben gedacht, okay, keiner rechnet mit uns. Wir wollen aber trotzdem hier das Bestmögliche rausholen. Wir hatten ein paar Ausfälle, haben uns davon trotzdem nicht beirren lassen, haben versucht, trotzdem alles zu geben, uns gegenseitig unterstützt, auch die, die vielleicht sonst nicht so oft dabei sind, haben versucht, jeden irgendwie anzutreiben. Und ja, die Enttäuschung ist natürlich sehr, sehr groß jetzt gerade. Aber ich denke, ab morgen können wir sehr stolz auf uns sein. Ja, jetzt stehe ich hier neben der Kamera. Sicherlich bin ich auch enttäuscht. Jeder andere, der beim FFC das Herz hat, ist auch ein Stück weit enttäuscht. Aber dennoch kann man Lachen über die Lippen bringen, weil ihr habt ja selbst wahrscheinlich nochmal nicht damit gerechnet, dass das heute so vorangeht, und die Trainerin hat da ein paar taktische Kniffe angewendet, die, glaube ich, gefruchtet haben. Insgesamt war viel mehr Elan drin, Laura. Die Mannschaft hat die Zweikämpfe angenommen und mit ein bisschen mehr Glück in der einen oder anderen Situation wäre durchaus auch der Lucky Punch möglich gewesen. Woran liegt? Wie kommt's? Der Frühling kommt, kurz vor Ostern, es gibt Überraschungen im Nest oder? Nein, ich glaube, wir glauben einfach an uns, an unsere Fähigkeiten, unsere Qualitäten, und wir wissen, was wir können, ne? Und da setzen wir einfach an. Ne? Und ich glaube, die Mannschaft hat jetzt verstanden, auch den Kampf, dass wir jetzt wirklich zusammenspielen müssen, zusammenhalten, und nur zusammen sind wir stark. Jeden Einzelspieler alleine schafft das nicht, aber wenn wir zusammen arbeiten, spielen, dann werden wir auch noch sehr viele Punkte holen.
Ja, Hanna. Auch wieder ein Lachen, das ist sehr gut, weil Lachen ist immer sehr, sehr, sehr positiv. Es war wieder ein schöner, wunderschöner Tag am Hohen Horst. Also ich behaupte ja immer sowieso, dass wir hier einen der schönsten Standpunkte im ganzen Amateurfußball haben. Wenn man sieht, die Sonne steht hier, alles grün, alles toll, nette Leute. Ich glaube, genau mit dem Gedanken sollten wir auch jetzt in die weiteren Spiele marschieren. Wer dem Tabellenführer solche Probleme bereiten kann, der kann jeder anderen Mannschaft in dieser Liga richtige Probleme bereiten. Und ich kann euch nur ermutigen, diesen Weg weiter einzuschlagen. Und ihr habt heute einigen Menschen, heute waren ja doch viel mehr als sonst auf der Tribüne, habt ihr echt Freude bereitet. Und sorry, dass es am Ende nicht geklappt hat. Ich bin auch dem ersten FC Köln nicht wieder. Das ist Fußball und das macht ja Fußball auch. Leidenschaft, Liebe zum Fußball. Und Engagement und ich glaube, der erste FFC hat heute mal wieder unsere Region wunderbar vertreten. Danke dafür.